Sprit nicht ausgeht, müsste ich die Jungs doch eigentlich abschütteln können. Der nuschelt ein bisschen, kann das sein? Das ist seine Tarnung. Seine Tarnung ist zu nuscheln? Ja. Richard, so wirst du die nicht los. Ja, doch. So wie die Straßenfirmen hier vorne ist auch nicht. Du bremst halt aber einfach viel zu spät, gell? Ja, dann hängt das halt aus. Das wäre schon falsch, Ende der Stadt. Keiner, ist eine ganz andere Map. Das war doch schön. Ja. Grosse Bord, ey. Ich glaube, das fällt schon in die Map. Mhm. Nee. Der muss jetzt gezeigt werden, der ist ja freigeschaltet. Ja, du hast ihn ja auch nicht benutzt. Nee. Oh, gesagt. So, was kommt jetzt? Hi, Sekan. Die Loge fordert dich heraus. Wenn du das Ding gewinnst, kannst du in Mailand eine eigene Modenschau veranstalten. Meld dich, wenn du kannst. Du weißt ja wo. Kannst du dich auf dir sitzen lassen, ne? Nee. Nee. Alter. Alter Vater. Was ist denn das? Erzähl das. Sieht aber nicht so schnell aus. Ist es auch nicht unbedingt. Nein! Soll ich das ernsthaft mit dem Auto anfahren? Ja, anscheinend schon, ja. Geil. Ja, doch mit Nitro jetzt. Ah, doch nicht. Ach, ich glaube, hier war schon mal. Guck mal, die haben auch so scheiße Autos. Ah, das stimmt. Ein Pickup, Alter. Ein Pickup ziehst du damit auf jeden Fall ab. Ja. Wenn du halbwegs vernünftig fährst. Okay, Freunde. In jeder Runde wird der Letzte an der Marke ausscheiden. Wer am Ende noch übrig ist, wird oder bleibt der Chef der Liga. Seid ihr bereit? Es geht um alles. Jetzt ist spannend, das große Finale.
Vier Runden? Ja. Und du darfst niemals Letzter sein. Na, ich brauche ihn einfach kurz. Also niemals an der Marke Letzter. Also an der Ziel. Wie dem wir so schön vorsichtig anbremsen. So, als würden sie die Kontrolle über ihr Auto behalten wollen. Alter! Alter, was ist denn das für eine Streckenführung? Keine Ahnung. Ich hab's nicht gemacht. Schade. Alter. Das Ding nimmt die Kurven aber auch wie ein Stück Brot. Ja. Aber ein trockenes Stück. Vergammeltes Stück. Ich glaube, die Runden sind nicht allzu lang, oder? Nö, ja, das heißt einfach so lang. Da krachst du jedes Mal dagegen. Ja, das ist ja auch immer, die Ecke ist ja auch immer da. Anstatt die Kurve irgendwie enger zu nehmen oder zu bremsen. Na, fahren wir nochmal einen Schnörkel aus dem Punkt. Ja, wir haben ja noch Zeit. Wieso musst du denn da jetzt mit 80 fahren? Weiß ich nicht. Okay. Bei der Rampe vorher musst du da nicht so viel fahren, wie du gefahren bist. Nitro geben? Ich will das sowieso oft. Könntest du dir Welle enthüllen? Okay. Aber erst in der nächsten Runde. Was hat dir gerade geblinkt? Gebinkt? Hast du gehört? Nee. Hab ich gerade so ein Bling gehört. Nein! So, und der Eis ist schon ausgeschrieben. Der ist jetzt schon ein Ziel. Was gab's? Sehen, wie viel die Rundenzeit war? Nö. Ich auch nicht. Weil bei den Rennen vorher gab es immer eine Gesamtzeit, wie du lange schon fährst. Hier nicht. Ich würde also 2,20 vorschlagen. Hä? Das war scheiße. Das war aber zeitmäßig gesehen gut. Das habe ich nicht geputzt. 150? Alter! Ah, das war lustig. Ich habe bei 180 trifft man genau da oben die Leitung. Und er fliegt da oben drüber. Na, das wäre langweilig. Wer später bremst, ist länger schnell. Boah! Wer hat denn das Ding da hingebaut? Der Map-Designer, du hast schon 48% Schaden, gell? Oh! Jede Menge Vorsprung. Leicht die Kontrolle verloren. Was? Ich hab schon wieder nicht auf die. Jetzt ist der letzte gerade übers Ziel gefahren. Ich hab schon wieder nicht auf die Rundenzeit geguckt. Oh. Ich muss da jetzt mal dran denken. Ja. Rundenzeit. Ich muss mich dran erinnern.
Ah ja, wenn du in Runde 2 alles zu Schrott fährst, dann fährst du in Runde 3 dagegen. Alter, stimmt, ich habe mich diesmal nicht zurückgesetzt. Wie weit die Schranke geflogen ist. Vollgas. Alter. Morgen. Von Vollgas? Mhm. Aber woher kommt das, ne? Das war jetzt mal was Neues. Rundenzeit. Das sah lustig aus. Ma, zu früh. Wieso steht der Zaun da wieder? Keine Ahnung. Jetzt ist er auf jeden Fall weg. Mysterious. Alter, du hast 78%, Richard. Ja. Ich will dir anscheinend Fahrstil erklären, aber... Der macht Spaß. Du solltest vielleicht ein bisschen aufpassen. Okay. 2.10. Liste. Wenn man langsamer fährt, kommt man da auch gut um die Kurven. Ja. Alter. Der letzte ist jetzt gerade übers Ziel gekommen wieder. Also du hast massig Vorsprung. Massig Vorsprung. Weißt du, jetzt fährst du schon langsam, hast trotzdem noch 2% Schaden dazu bekommen. Mhm. Seitdem du das sieht man, langsam fahren hilft auch nicht. Ja, du hast jetzt 2-3% schon wieder, aber du hast in den 3 Runden davor 79% gesammelt. Mhm. War viel effektiver die Runde davor. Ja. Aber wenn du mit 100% ausscheidest. Na, so effektiv mussten die Runden ja nicht sein. Irgendwas muss ich machen in der Kurve. Oh, Alter. Das klingt geil, Alter. Oh. Besser ich wieder außen fahren. Ja, das passt. Oh. Oh, wie geil! Das klingt wie eine Ratsche, Alter. Ich schalte auch noch. Wow, was für eine Vorstellung. Gratuliere, Sekan. Du bist der neue Chef der Liga. Du wirkst irgendwie gar nicht verärgert. Ist dieser Chefposten so mies? Nein, man hat nur meist eine sehr kurze Amtszeit. Weil wir alle paar Wochen um den Titel fahren. Ah, verstehe. Wozu ist der Posten denn überhaupt gut? Na, zum Beispiel, um die Liga sauber zu halten. Der Chef entscheidet, wer dabei ist und wer nicht. Oder was passiert, wenn uns jemand auffliegen lassen will, wie dieser Ben. Welcher Ben? Das war dieser neue Jockey beim letzten Rennen. Eigentlich talentiert, nur leider hat er den falschen Beruf. Wieso ist der Game Designer? Nein, ein Bulle von der Autobahnpolizei. Den können wir auf keinen Fall laufen lassen. Das Risiko wäre zu groß. Was passiert jetzt mit dem? Er steht auf dem Abstellgleis, und zwar wörtlich. Ich hoffe mal, dass sein Zug keine Verspätung hat. Seid ihr Spinner eigentlich alle total übergeschnappt? Jetzt reicht's mir aber. Ich höre keine Schüsse. Hast du da jemals schon Schüsse gehört? Ja. Echt? Oder? Nee, das war erst ein Halbjahr. Wie soll ich denn jetzt den richtigen Bahnübergang finden?